Was ist eigentlich eine Vorbeuge oder wann wird eine Haltung zu einer Vorbeuge? Ich habe, um das mal zu erläutern, einen Strohhalm-Yogi mitgebracht. Und das Wort sagt ja, nach vorne beugen. So was machen wir zum Beispiel im Sonnengruß und würden das Uttanasana nennen. Und das, was dann geschieht, ist, dass wir einen Zug an der Körperrückseite haben. Vor allem fühlen wir das in der Regel in den Beinrückseiten. Manche lieber in den Oberschenkeln, manche stärker in den Waden. Ein Zug natürlich über den Rücken ist auch denkbar. Ganz klassisch eine Vorbeuge. Aber was ist, wenn wir diesen Strohhalm-Yogi, ich habe ihn nicht verändert, einfach sozusagen auf den Rücken drehen? Mein Strohhalm-Yogi hat etwas lange Beine, aber man legt einfach auf den Boden und zöge die Beine zu sich ran. Es ist haargenau die gleiche Dynamik. Zumeist hat man nicht das Gefühl, wenn man am Rücken liegt und die Beine ranzieht, dass man eine Vorbeuge übt, doch ist die Dynamik eben genau gleich. Oder stehen wir, ich habe extra zwei Farben genommen, und heben ein Bein im Stehen zu uns ran, das würden wir Uttita Hasta Padangusthasana nennen, ist auch das die Dynamik der Vorbeugen. Wie gesagt, es gibt ein paar wenige Details, die wir verstehen müssen in jeder Asana-Gruppe, um egal in welcher Ebene wir uns bewegen, eine Haltung sicher praktizieren zu können.